Aber leider teilen wir uns nicht die erste Reihe mit den... Obwohl, wenn wir schnell genug wären, was eigentlich nicht passieren wird, dass wir einen von den anderen Gruppen schlagen. Ich weiß gar nicht, wie die Zeitenverhältnisse waren, weil die anderen sind halt auch auf Trocken gefahren. Wenn die halt nur im Regen fahren, dann... Sieht halt ein bisschen anders aus. Das Safety Car biegt in die Bockengasse ab und der große Preis von Japan im Langstreckensport ist freigegeben. Und sind direkt überholt worden. Super. Mega Start. Schon von zwei Fahrern, ey. Okay, die starten schon auf Soft. Das ist eine sehr schlechte Variante, die man sich wählen kann. Beim Start halt passiert relativ viel und Brühl ist schon sehr weit zurückgefallen. Ja, Borrello kämpft sich langsam wieder nach vorne. Und die ersten beiden, die haben schon... Okay, die geben schon den Turbo-Modus an. Das ist schon etwas heftiger. So, jetzt haben wir etwas früher jetzt eher erstmal ein und dann können wir direkt ein bisschen mal nach vorne düsen wieder. Weil mit den Softreifen können die definitiv nicht so lang fahren. Und es dauert etwas, bis die in den Begeisterungsmodus sind. So, Motor drehen wir auch schon mal runter. Der soll ja die Renndistanz durchhalten. Und 3 Stunden sind eine relativ lange Renndistanz. Wir schalten mal auf Borrello, weil die ist mitten im Kampf so ein bisschen. Eieiei. So, da können wir gleich das ERS eingeben, um halt an den beiden ersten Fahrern vorbeizugehen. Wer ist das überhaupt? Welches Team? Oh Gott. Jetzt wird es blockiert, jetzt wird es am Bein vorbei und ist direkt hinter ihre Teamkollegin. So, Motor würde ich sagen, drehen wir auch zurück. Und wir sind schon diesmal relativ weit vorne mit dabei. Das ist die Frage, Kunkon, die hat 5 Sekunden Rückstand, die können sich in der nächsten Runde definitiv gut aufholen. Wir werden bald schon überrundet vom ersten. Also von der Klasse A, das ist halt immer ein großer Unterschied. So, Wetter, also bis 135 Minuten sollte es trocken bleiben. Das ist schon mal sehr gut. So, du gibst mal hier Gas. Das ist halt der Reifenunterschied, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen, dass der Rivadero so ordentlich wegzieht. Aber wir haben auf jeden Fall genügend ERS gehabt, um uns relativ nah wieder ranzufahren. Also das ERS ist hier deutlich stärker als in dem Formelsport und GT-Sport. Weil man es halt viel länger halten kann. Aber die ziehen wieder weg. Also sie sind theoretisch schneller als wir. Wir sind schneller gefahren als im Qualifying. Ja, lol. Nee, wir versuchen mitzuhalten. Haha, wir holen den ersten wieder. Verdammt. Das war ein Versuch wert. Also man kann mit ERS so einigermaßen kurz mithalten, aber sobald die ERS angeben würden, dann kämen wir nicht mehr. Ja, sieht man schon. Dann kommen wir null hinterher. Momentan sieht es eben sehr, sehr gut aus, weil der erste, der wird nicht so lang fahren. Der muss schon in die Box, bevor der Regen überhaupt kommt. Jetzt sollten wir vielleicht wieder ein bisschen ERS sparen, um dann auf der Strecke vielleicht vorbeizufahren. Und Borrello ist im Begeisterungsmodus. Das Feld ist allgemein eng beieinander. Also Platz 17 bis 23 ist sehr eng beieinander. Aber wir haben schon einen guten Vorsprung. Auch wenn der Regen die letzten Rennen das Feld immer ordentlich auseinandergewirbelt hat und dass die Rennen relativ spannend war, kann es immer mal sein, dass zum Beispiel jetzt hier in Japan ein relativ unspektakuläres Rennen werden könnte. Aber wir schauen mal. Es dauert noch etwas, bis der Regen kommt. Der könnte eigentlich genau am Ende kommen. Der kann mittendrin jetzt kommen. Also Wetterzentrum ist relativ wichtig, dass wir das noch irgendwie ausgebaut kriegen. So, Kunkon gibt mal Gas. Du gibst auch Gas. Die Frage, kriegen wir den schon? Ja, yep, wir haben Führungswechsel. Wir waren nicht live dabei, aber ich schätze mal stark, dass wir wieder überholt werden. Das sollte jetzt relativ zügig wieder eigentlich passieren. Weil bessere Reifen, das sind halt das deutlich bessere Reifen, als wir haben. Ah, und momentan hat Rivadero relativ Probleme, vorbeizukommen. Das gefällt mir. Und wir sparen ERS dann. Die können wir dann nach dem Stopp
und schon mal ein bisschen weiter wieder wegziehen. So, Regen, muss ich sagen, kommt noch gar nicht so richtig in den Sinn. Mal gucken, ob ich jetzt gleich Engberg fahren lasse oder Waldes. Ich weiß nicht, wer im Regen besser fährt. Und da hat Weber der bei uns wieder. Ja, verbrauchen wir ein bisschen wieder. Die 3 Minuten können wir noch warten, bis wir dann wieder am Start sind. Mit der langsamen Perspektive. Ja, jetzt fahren wir eher ein bisschen 100% ERS. Wohl, Rivadero könnte nächste Runde schon in die Box fahren. Aber dann können wir es direkt benutzen und halt uns relativ schnell von ihm zu lösen. Zack, 100%, zack. Oh, der hat uns aber ordentlich abgezogen in den letzten Runden. Muss man sagen. Jetzt mal 3 Minuten auf dem Auto und er hat schon die ganzen Reifen verbraucht. Und wir müssen aber anfangen, die Reifen zu schonen, damit wir auch die Distanz auch schaffen. Diese Stunde, die wir mindestens fahren wollen. Und da gehen wir in Führung. Also genau beim Boxenabbieg sind wir in Führung gegangen. Und sind 1.10er, 1.9er ist Borilli sogar gefahren. Die waren deutlich schneller als die Teamkollegen nochmal. Vermutlich wird er auf dem letzten Platz rauskommen. Ist schon einer rausgefallen? Oder war schon jemand in der Box? Ja, das Stay war schon in der Box, hab ich gar nicht mitbekommen. Und hat jetzt eine Runde Rückstand. Das geht hier so zügig und kam jetzt genau vor links raus. Vor Borillo. Aber im nachsteigenden Sport gibt es ja so gesehen keine richtigen blauen Flaggen. Ist klar, man kriegt blaue Flaggen. Vorsicht, da kommt ein deutlich schnelleres Auto, aber die Großen müssen sich oft einen Weg vorbeikämpfen. Das hat Harrison die harten Reifen drauf. Also ich sehe noch nichts vom Regen. Also die beiden hier können auf jeden Fall die komplette Distanz durchfahren bis zum Regen. Also zumindest, oder sagen wir, bis zum Stopp von denen. Ich bin gespannt. Also Harrison ist momentan, glaube ich, ein Tick schneller als wir. Gibt natürlich auch reifenmäßig Gas. Aber wird auch sehr wahrscheinlich eine Runde mehr in oder früh in die Box kommen als wir. Jetzt kommt Borillo, überrundet Harrison. 50 Minuten Reifen, wir sind knapp fast 40 Minuten im Auto aktiv. Okay, und natürlich haben wir auch die beiden Fahrer jetzt. Es geht auch, glaube ich, nur fürs Qualifying, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ist die Frage, welchen Fahrer wir dann nachfahren lassen. Lassen wir Wiegel fahren oder lassen wir O'Connor fahren? Immer schwierige Entscheidung. Also hier würde ich eigentlich eher Engberg fahren lassen und Waldes am Ende. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und hier eigentlich O'Connor und wieder Wiegel am Ende. Momentan ziehen wir halt wieder gut davon. Problem ist halt, dass man kommt halt nicht so gut vom Feld weg, weil man halt diesen Zeitunterschied hat. Also die Punkte, den Punktunterschied, der ist gar nicht so groß ist. So, wir sind Runde 31. Was macht denn der Zweitplatzierte oder der Erstplatzierte? Den haben wir hier. Der ist schon in Runde 35. 35 und wir sind 32. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben gerade mal so gesehen 3 Runden Rückstand. Nach 40 Minuten. Gerade mal. Kannst du vergessen, wir fahren davon. Verdammt. Jetzt gebe ich schon ERS ein und trotzdem ziehen die davon. Das ist so deprimierend. Na guck mal, wir können mithalten. Wir können die ganze Runde mithalten. Das ist doch der Wahnsinn. Und sogar wohl. War gerade. Okay, beim Zweitwagen müssen wir natürlich immer drauf aufpassen. Die können halt nicht so lang fahren, wie die erste Wagen hier waren. Deswegen ist der erste Wagen auch deutlich stärker, weil die halt auch länger fahren können. Jetzt ist halt nur die Frage, ob wir nicht ein bisschen zu lang auf neutral gefahren sind. Aber momentan muss man sagen, bei uns persönlich ist es ein langweiliges Rennen, aber hier Platz 18 und 19, die sind eigentlich so ein bisschen im Kampf drin. Das Gute ist halt, dass diesmal Bexbach gar nicht so weit vorne ist. Die fahren schon etwas weiter hinten. Und außerdem müssen wir nicht unbedingt immer auf unsere Fahrer. Vor allem, da wir jetzt sowieso jetzt in den Schnellmodus gehen. Ist halt immer so ein kleiner Wechsel, muss man sagen. Zwischen Schnellmodus und Normalmodus. Und regnen tut es immer noch nicht bis zur 90. Minute.
ja auch interessant. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Ja, ich weiß, ich habe genug Benzin, aber ich sollte mal erstmal kurz verbrauchen. Und wir runden uns vom 12. wieder zurück. Haha. Ja, ich weiß, du bist völlig erledigt, aber du musst 9 Minuten noch mindestens durchhalten, Gurelio. Ist klar, wenn man so eher schont, die Fahrer, dann können die auch ein bisschen eher fahren. Mal schauen, wenn wir Reifen wechseln müssen, können wir vielleicht nochmal einen Fahrerwechsel dann veranstalten. Aber momentan sieht es auch aus, dass der zweite Turn auch im langen Trocken gefahren wird. Okay, Kunkon hat jetzt Ding. Also die können auf jeden Fall deutschen, also der erste Wagen kann auf jeden Fall noch einen Tick länger fahren. Müssen wir auch, weil Waldes halt nicht so lang fahren kann. Wenn wir noch einen Fahrer finden, der vielleicht etwas schlechter ist, aber dafür länger fahren kann, dann lasse ich den gerne noch ein bisschen und der ES ist fast wieder voll. Fast passend zum Boxenstopp. Okay, wir haben 7 Runden. Also der letzte, ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht. Also wir müssen schauen. Borrelio muss halt einen Tick länger fahren, also nicht viel. Kommt vielleicht Ende der nächsten Runde rein. Auch wenn die Reifen jetzt K.O. sind und die Konkurrenz ja wahrscheinlich etwas schneller fährt als wir. Obwohl, schneller fährt. Harrison hat mittlerweile 104 Sekunden Rückstand. Wir hatten schon mal irgendwie in den 70ern waren, wenn irgendwas nur noch. Okay, lassen erstmal über die zweite Ziellinie fahren. So, Borrelio kommt in die Box. Sind 100 paar zerquetschte Minuten gefahren. Dann darf jetzt, immer noch trocken aussieht, O'Connor fahren. Aber O'Connor kann ungefähr die gleiche Renndistanz fahren. Die Medio, die harten Reifen. Einmal bitte voll tanken. Und das war's. Knapp 65 Sekunden bleiben wir in der Boxengasse stehen. Und genug geladen. So, bei Borrelio warten wir jetzt. Dann kann nämlich gleich O'Connor direkt mal Gas geben. Oh, hier ist mal ein schöner Stau. Und der Bockenstopp. Entscheidend. Außerdem sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt bei den Bockenstopps angekommen. Fehler beim Heben auch. Das ist ein Zweck, den man extra die Leute, weil die ausgeruht sind und allem drum und dran was machen können und dann sowas. Und go und O'Connor ist jetzt noch auf Platz 17. Kann aber jetzt durch die frischen Reifen und halt jetzt ist er sich wieder auf Platz. Ist die Frage, wohin schieben? Hat eben noch eine Runde vorher mit denen gekämpft allgemein und jetzt wieder vorbeigekommen. So, wir sind bei 105 Minuten angekommen. Also lang kann Kunkon auch nicht mehr fahren. Eigentlich schon, aber ich will halt noch ein bisschen warten, zwar Ende dieser Runde. Eng weg da fahren. Weil Waldes muss halt etwas kürzer treten, was das angeht. Oh, außerdem müssen wir in die Box kommen wegen dem Sprit. Dann passt das doch. Perfekt. Das erste Mal, dass ich hier so gesehen den Sprit noch komplett vergeudet habe. Platz. Wo ist Platz 14 eigentlich? Oh, Platz 14 ist genau vor uns. Ist fast im Runden schon, okay. Und vermutlich kommen beide noch gleich in die Box. Jawohl. Also Kunkon kann sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen mit dem Bockenstopp. Wenn es ganz komplett gut läuft, sind wir da sogar immer noch fast einen ordentlichen Vorsprung vorne. Weil wir müssen jetzt tanken und der Platz 2 ist momentan sogar noch der zweite Wagen. Und Engbeck fährt los. Und hat freie Bahn. Da ist ein guter Vorsprung, den gerade Engberg aus der Box rausgenommen hat. Das Rennen ist wirklich mal ein bisschen anders. Also der am Anfang führende Wagen mit Rivaldaldo, also momentan Harrison halt, die sind diesmal nicht so stark. Also die haben ordentlich Zeit verloren, sagen wir so. Es gibt sogar ein Team, das zum zweiten Jobs gemacht hat. Läuft bei denen. O'Connor ist sogar einen Platz zurückgefallen, das geht gar nicht. Dann müssen wir erstmal wieder die Rangliste in die richtige Bahn lenken. Zack und zack. So macht man das. Ich schätze mal stark, dass wir mit Waldes nochmal und halt mit
Wiegel nochmal in die Box müssen, um einmal Reifen zu wechseln. Weil es soll halt regnen. Dann bin ich gespannt, wann es regnet. Ich hätte nichts dagegen, aber wenn es nicht regnet. Also von daher könnte es mir auch so weitergehen. Aber das Schöne ist, dass hier halt um Platz 14, 15, 16, 17 so ein bisschen kleiner Kampf ausgebrochen ist um die Position. Auch wenn jetzt momentan O'Connor etwas kleinen Vorsprung hat. Und wir als eiskalt immer von der Klasse A waren überholt werden. Obwohl Platz 12 sich sehr schwer tut, die Platz 14 zu berunden. Aber ja, es bleibt halt nicht anders aus. Die Reifen sind kalt. Ja, das ist auch eigentlich merkwürdig, weil in anderen Klassen wird es in Japan die Reifen überhitzen ohne Ende. Vielleicht haben wir Glück und die können wirklich genau bis zum Ring fahren, dass wir halt auf Intermediates wechseln und dann gleichzeitig den letzten Fahrerwechsel machen. Momentan ist O'Connor. Gib mal Gas. O'Connor ist in Runde. Müssen wir vielleicht kurz langsam machen. 61. Oh, kommt gut hin. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte der Renndistanz und würde ich sagen, dass wir über 130 Runden fahren auf jeden Fall. Aber die Distanz zwischen den beiden Teams nimmt gar nicht so viel ab. Also sie fahren wirklich identische Zeiten. Okay, jetzt war gerade die Runde deutlich schlechter von O'Connor. Ich glaube, kommt immer darauf an, wo man das ES einsetzt. Wenn man es auf in der Geraden einsetzt, dann hat man es deutlich besser. Und zum Beispiel O'Connor hat jetzt mitten in der Geraden ES verloren. Aber wir sind schon deutlich wieder weiter weggekommen von der Konkurrenz, die jetzt mittlerweile ihren zweiten Stopp so langsam machen. 8 Punkte auf Bexbach würden wir momentan gut machen. Und 5 Punkte haben wir gerade mal. Nach so viel Rennen. Also nach 4 Rennen 5 Punkte. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Oh, ja, wir müssen noch wieder umschalten schon längst.